Herzlich willkommen im Wiener Dussiker Stadion zu den österreichischen Hallenleichtathletikmeisterschaften 2013 in Wien. Während draußen der Winter tobt, Schneechaos in Wien herrscht, da haben die Leichtathleten es gut. Sie können in der Halle ihre Meister küren. Diese Wettkämpfe stehen natürlich sehr im Zeichen der Vorbereitungen und auch schon der Blick geht auch schon in Richtung Göteborg, Hallen-Europameisterschaft. Alle Teilnehmer, die dort dabei sein werden, sind auch hier bei den österreichischen Meisterschaften, plus die Leichtathletin des Jahres, die nicht in Göteborg starten wird. Hallo Beate Schrott, grüß Sie. Warum lassen Sie Göteborg die Hallen-Europameisterschaft aus? Also mein Trainer und ich haben nach den Olympischen Spielen letzten Jahres beschlossen, dass wir die Hallensaison ein bisschen lockerer angehen, weil ich letztes Jahr 3 Großereignisse gehabt habe, wo ich auch wirklich sehr erfolgreich abgeschnitten habe. Und wir haben dann einfach gesagt, wir gönnen uns mal ein bisschen eine ruhigere Zeit, auch von der mentalen Seite her, und stürzen uns dafür umso mehr in den Sommer. Was hätte es geändert, wenn Sie den Winter gemacht hätten? Sprich, das Großereignis? Naja, also wir hätten nicht so lange so intensiv trainieren können. Wir haben halt wieder einen sehr großen Trainingsschwerpunkt gelegt. Und ich würde sagen, auch das Mentaltraining wäre ein bisschen anders verlaufen. Aber es hat mir sehr gut getan, mich mal ein bisschen ruhig die Saison angehen lassen zu können. Jetzt sind wir hier bei den österreichischen Meisterschaften. Da sind Sie natürlich dabei. Mittlerweile seit Olympia werden Sie zu großen internationalen Events eingeladen. Da ist ja die österreichische Meisterschaft in der Halle etwas Kleineres. Aber sind Sie trotzdem gerne hier? Na, auf jeden Fall. Die österreichischen Meisterschaften sind einfach ein Pflichtpunkt, so sehe ich das. Außerdem ist die Wiener Laufbahn sehr, sehr schnell und deshalb bin ich auch schon sehr gespannt, was heute drinnen ist. Die nächsten Ziele, also jetzt nicht im Winter sozusagen, obwohl Sie hier teilnehmen, sondern der Sommer ist der Schwerpunkt. Was soll da rausschauen? Naja, es gibt eine Universiade, das wird meine letzte Universiade sein, da würde ich schon ganz gerne eine gute Platzierung rauslaufen. Und dann sind die Weltmeisterschaften wieder, wenn ich da an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen könnte und ins Finale laufe, dann wäre das ja das absolute Nonplusultra. Okay, dafür viel Glück, aber auch noch für heute viel Glück für die österreichischen Meisterschaften. Der Titel liegt bereit für Sie und wer die anderen Titel holt, das schauen wir uns jetzt an in der Zusammenfassung. Aber wir beginnen und bleiben gleich bei Österreichs Olympiafinalistin über die 100 Meter Hürden. Beate Schrott sorgt nämlich für den Paukenschlag bei diesen österreichischen Meisterschaften. Schon im Vorlauf, dem sogenannten Einlagelauf, über 60 Meter Hürden. Beate Schrott in der Mitte zieht natürlich davon und schafft erstmals in ihrer Karriere eine Zeit unter 8 Sekunden. Gleichbedeutend mit österreichischem Rekord. 7,96 Sekunden sind es dann korrigiert. Das ist nicht nur die beste Zeit einer Österreicherin in der Geschichte, sondern sogar die viertschnellste Zeit in der Europabestenliste in diesem Jahr. 7,97, dann noch um eine Hundertstel Sekunde korrigiert. Ein nahezu perfekter Lauf, der St. Pöltnerin hier gelungen ist. Und es bleibt ihr ja noch der Finallauf um den Meistertitel. Und in diesem stellt Beate Schrott den alten österreichischen Rekord noch einmal ein. 8,02, wieder eine super Zeit. Aber noch erfreulicher natürlich diese Topzeit schon aus dem Vorlauf mit 7,96 Sekunden. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es heute so gut geht. Dadurch, dass ich krankheitsbedingt, also ist mitten in der Saison nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir erwartet habe. Und das jetzt war wirklich, also das gibt mir total viel Mut für den Sommer und sehr viel Motivation auch mit. Sie haben gesagt, der Winter ist jetzt gar nicht so wichtig, der wird als Aufbau genommen, jetzt zu einer super Zeit. Sie selbst auch erstaunt dadurch? Ja, natürlich. Und es gibt natürlich absolutes Selbstvertrauen, wenn man sagt, man nimmt die Halle eher mit und dann steht am Ende so eine super Zeit da. Und das ist wirklich sehr, sehr schön für den Sommer auch. Letzte Frage noch einmal zu Göteborg. Gibt es noch Überlegungen, doch noch hinzufahren? Nein, also wir haben das eigentlich von Anfang an gesagt und wir haben uns jetzt entschieden und ich habe gesagt, ganz egal, was bei den Staatsmeisterschaften kommt, ich werde nicht fahren. Einer der fährt nämlich zur Hallen-Europameisterschaft nach Göteborg. Wenige Tage nach diesen Meisterschaften ist Andreas Wolter, der 1500-Meter-Spezialist, nimmt die österreichischen Meisterschaften zum einen zur Titelverteidigung her und zum anderen als letzten Formtest, Formcheck vor Göteborg. Zu Beginn des Rennens macht er zunächst einmal die Pace für das restliche Feld. Erst etwas später setzt er dann zu seinem finalen Tempo an. Wolter hat ja erst vor wenigen Tagen in Stockholm eine sensationelle Zeit hingelegt, über 1000 Meter, den österreichischen Rekord auf 2 Minuten 19,20 verbessert.
befindet sich also in glänzender Form für die Wettkämpfe, die dann in wenigen Tagen in Göteborg folgen. Zeit um knapp 3 Sekunden einen österreichischen Rekord verbessert, das war natürlich super. Und ich kann allgemein ganz einfach viel mitnehmen von den letzten internationalen Meetings Richtung EM. Auch es ist immer super, wenn man in so starken Feldern testen kann. Von dem her blicke ich jetzt schon positiv auf die nächste Woche und freue mich jetzt schon dann auf die EM. Gibt es ein ganz spezielles Ziel? Wir wissen, dass 1500 Meter ein harter Kampf werden wird. Auf jeden Fall auch Mann gegen Mann. Aber gibt es ein erklärtes Ziel, das Sie haben? Ja, es ist eigentlich wie immer im Prinzip als erstes gilt es einmal ins Finale zu kommen. Das ist auf alle Fälle wieder mal drin von der Ausgangsposition, aber es ist ganz einfach jedes Mal so, dass eben die Zeit am Papier nichts zählt, sondern man muss erst mal dann die 7,5 Runden auch ins Ziel bringen vor den anderen. Das ist das primäre Ziel im Finale und dann, denke ich einmal, habe ich gezeigt, dass ich gut mitmischen kann, auch international mittlerweile schon auch bei den letzten Rennen. Da werde ich mich dann einfach vorne halten an der Spitze, wenn ich im Finale bin und einfach schauen, wirklich kann nur das Ziel sein, einfach eine Top-Platzierung dort zu erreichen. Und ja, ich denke mal, die Form ist gut und alles andere, was genau rauskommt, kann dann nur das Rennen selber zeigen. Wir wenden uns der etwas kürzeren Distanz, den 800 Metern zu und dort dem jüngsten EM-Teilnehmer, den Österreich nach Göteborg schickt, dem jetzt mittlerweile 18-jährigen Nikolaus Franzmeier im blau-weißen Trikot laufend. Er bestreitet hier sein erstes Rennen in der allgemeinen Klasse bei österreichischen Meisterschaften, trifft dort auf Paralympics-Champion Günther Matzinger, der hier ganz in Gelb das Tempo vorgibt. Es entwickelt sich ein interessantes Rennen zwischen diesen beiden. Und erst in der zweiten Hälfte dieser 800 Meter übernimmt Nikolaus Franzmeier das Kommando, setzt sich auch ab und zeigt, dass er sich weiterhin in ausgezeichneter Form befindet. Er hatte hier vor einem Monat das Limit überraschend geschafft im Dusiker Stadion mit 1,48,53. Heute bleibt er 3 Sekunden langsamer, aber ist zum ersten Mal österreichischer Meister über 800 Meter in der Halle. Ein super Gefühl. Das war mein erster Start bei der allgemeinen Klasse Staatsmeisterschaften. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr nervös. Es ist trotzdem noch was anderes. Aber ich bin einfach gerade in einer super Form. Und das hat man auch gut gesehen, dass ich dann 150 Meter vom Ziel und nur mal richtig Gas geben hat können. Und ja, jetzt schaue ich zuversichtlich zur EM. Genau, das ist es ja. Das war die Generalprobe mehr oder weniger. Wie sehr freuen Sie sich auf das Highlight, das er jetzt noch kommt? Ja, also mit einem Staatsmeister im Titel läuft es sich natürlich leichter. Also die Hallensaison war einfach großartig, grandios. Und alles, was jetzt noch dazukommt, ist nur eine Draufgabe. Günter Matzinger, Silbermedaille über die 800 Meter, geschlagen von einem entfesselten Niki Franzmeier. Trotzdem zufrieden? Ja, sehr. Also ich glaube, das ist keine Schande, wenn ich hinter Niki Franzmeier bleibt, der schon für die EM qualifiziert ist. Und ich bin super happy mit dem Vize-Staatsmeistertitel. Die Form stimmt immer noch, wie sie seit dem Sommer und auch Anfang des Winters war? Ja, wird eigentlich immer besser. Also ich bin sehr gut im Training, habe mich jetzt eigentlich vor jedem Wettkampf zu Wettkampf steigern können. Letzte Woche Bestzeit gelaufen über die 800 und ich bin jetzt eigentlich fast auf dem Niveau, wie ich draußen gelaufen bin. Und in der Halle mit den vielen Kurven ist das eigentlich schon sehr stark, bin ich sehr zufrieden. Jetzt gibt es große Schlagzeilen um einen Ihrer Paralympic-Kollegen, mehr oder weniger, Oscar Pistorius. Also, mich würde noch interessieren, wie beobachten Sie das, was sagen Sie dazu? Sie haben ihn ja doch miterlebt, zum Beispiel auch in London. Ja, also das hat mich sehr geschockt, wie ich das gelesen habe, weil man dachte, das ist ein Scherz, also unglaublich. Ich würde auch niemanden verurteilen oder irgendwas mit einem Urteil bilden. Ich glaube, das darf man auch nicht machen als Außenstehender. Aber ja, also ich war geschockt und es ist schon ein bisschen unfassbar. Ja. Super, wenn die Paralympics im Fernsehen und in die Schlagzeilen sind, aber so braucht man es dann natürlich nicht. Ja. Mit Nikolaus Franzmeier wird Andreas Rapatz die 800 Meter in Göteborg bestreiten. Hier im Dusiker Stadion bei den Meisterschaften weicht er auf die 400 Meter aus. Das passt besser in seinen Trainingsplan, knapp vor der Europameisterschaft. Er hat es zu tun mit Spezialisten auf dieser Strecke, mit dem Hürdenspezialisten Thomas Kain in Weiß und mit Christian Smetana in Rot, dem Meister 2012. Im Freien über die 400 Meter. Und die setzen ihm am Anfang ganz schön zu. Hohes Tempo, aber Andreas Rapatz beweist seine gute Form, hängt die 400 Meter Spezialisten schließlich doch noch in der Zielkurve ab
und sichert sich in 48,05 Sekunden den Meistertitel über die für ihn ungewohnte kürzere Distanz. Was hört? Ja, also wir sind, glaube ich, durchgegangen in 21 tief, was für mich als 800 Meter Läufer brutal schnell ist. Also ich glaube, ich habe eine Bestzeit von 22,5 auf 200 Meter. Da bin ich über meine Verhältnisse angegangen und habe es dann Gott sei Dank hinten raus auf die letzten 50 bis 100 Meter noch richten können und ist ja ausgegangen. Warum laufen Sie die 400 Meter hier so knapp vor der Europameisterschaft? Hat sich einen tieferen Grund? Ja, wir haben die letzten Wochen eigentlich noch relativ hart trainiert, haben die Staatsmeisterschaften so aus dem Training rausgemacht und da bietet sich dann einfach der 400 an, weil er nicht ganz so anstrengend ist, sage ich. Anstrengend ist er, nur bleibt er nicht so lange in den Knochen wie ein 800er. Das ist der Hauptgrund. Mit welcher Zielsetzung, mit welcher Hoffnung aus dem Training heraus jetzt, aus dem, was Sie beobachten konnten, fahren Sie nach Göteborg? Also die letzten Trainingswochen waren sehr gut, sehr hart, sehr gut. Und von dem her hoffe ich, dass das Minimalziel einmal das Semifinale ist. Und ich würde mal wünschen, wenn ihr in der Finale rennen könnt. Einziger Techniker im fünfköpfigen Herrenteam für Göteborg ist der 21-jährige Oberösterreicher Lukas Weißheidinger. Kugelstoßer. Der schon zweimal das Limit für die Hallen-Europameisterschaft erbracht hat, nämlich über 19 Meter zu stoßen. Und auch im Kampf um den Meistertitel beweist der Oberösterreicher seine sehr, sehr gute Form im Moment. Stößt zum dritten Mal über 19 Meter, seine zweitbeste Leistung in diesem Winter. 19,28 Meter sind es. Der überlegene Titel natürlich vor dem Dauerkonkurrenten Martin Grazer. Und eine Bestätigung, dass er zu Recht in Göteborg dabei sein wird. 19,28 Meter und Glückwünsche vom Konkurrenten. Ich habe eine lange Fahrt hinter mir, also gestern vom Trainingslager heim noch und heute nach Wien. Und da sind die Füße ein bisschen müde, also ich habe mich heute gar nicht so gut gefühlt. Für das ist die Leistung überraschender, also bin ganz zufrieden damit. Wie zufrieden sind Sie allgemein? Die Hallensaison verläuft ja ausgezeichnet. Sie haben sich, glaube ich, doch mächtig gesteigert im Schnitt gesehen. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung? Ja, also Sie haben es angedeutet, der Schnitt ist wichtig. Also wenn man jetzt einmal gut stoßt, bringt er nicht relativ viel, außer bei der EM. Und genau das versuche ich halt zu erreichen, beziehungsweise das zu bestätigen, was ich jetzt schon die ganze Zeit drauf gehabt habe. Was dürfen wir uns dann bei der Hallen-Europameisterschaft erwarten? Was nehmen Sie sich selbst vor? Ich nehme mir dasselbe vor wie jetzt bei den ganzen Meisterschaften. Das heißt einfach bestätigen und wenn das so gut hinhaut, wie es bis jetzt hingehört hat, also dann kann ich noch was Besseres ausschauen. Aber bis jetzt einmal 19 Meter, dann bin ich ganz zufrieden und brauche mich nicht blamieren. Für den Sommer, was gibt es da für Ziele heuer, wenn die Hallen-Europameisterschaft abgehakt ist? Ja, einfach mal Aufbau für Freiluft, also U23-Europameisterschaft habe ich heuer. Und da ist für mich ganz wichtig, dass ich im Diskus wieder ein bisschen Fuß fasse nach der Verletzung vom letzten Jahr. Mal schauen, was heuer rauskommt. Also ich bin wirklich mit Gisselschein in den Fingern, dass ich den Diskus wieder in Hand nehmen darf. Und ich freue mich schon richtig. Dominik Disselberger im schwarzen Dressbild Mitte hat sich bei der Mehrkampfmeisterschaft vor wenigen Tagen auch für Göteborg qualifiziert. Hier erlebt er eine Überraschung über 60 Meter, denn er wird geschlagen vom Mann ganz links im Bild im roten Trikot über die 60 Meter flach. Marco Rangel, relativ unbeschriebenes Blatt noch, gewinnt in 6,88 Sekunden, 200 Sekunden vor Disselberger und den anderen Sprint-Spezialisten. Über die 60 Meter Hürden der zweiten Disziplin, die Dominik Disselberger hier bestreitet in Wien, hat einen sehr guten Vorlauf, verbessert seine Saisonbestleistung auf 7,96 Sekunden, im Finale allerdings im Duell mit dem regierenden Meister Manuel Pratzak in Blau, stürzt Disselberger auf der letzten Hürde, verletzt sich leicht, aber Gottlob, passiert nichts Schlimmeres, außer ein paar Abschürfungen. Manuel Pratzak gewinnt den Titel. Allerdings verfehlt er in 7,92 Sekunden das Limit. Ganz klar. Und die dritte und letzte Disziplin des Dominik Disselberger bei diesen Meisterschaften ist der Weitsprung. Zwei Fehlversuche, dann lässt er es bleiben, riskiert nichts mehr, um in Göteborg mit den vier anderen Männern
rechtzeitig fit zu sein und seine Schuhe wieder zu schnüren. Ich freue mich echt darüber und das ist eine große Chance für mich, da eine gute Leistung zu bringen. Hallenmeisterschaften jetzt einmal hier in Wien, nicht ganz so nach Wunsch verlaufen, glaube ich. Ohne Titel geht es zur Hallen-Europameisterschaft, aber können Sie das verschmerzen, nehme ich an, oder? Ja, also es ist nicht ganz so schlimm, weil es war eine verrückte Meisterschaft, finde ich, weil über die 60 Meter bin ich bei 30 Metern mit meinen Konkurrenten eingehakt ein bisschen. Das hat vielleicht ein bisschen Zeit gekostet, aber sonst bin ich trotzdem zufrieden mit dem 60er. Die Hürden waren im Vorlauf sehr gut, das war eine Saisonbestleistung. Und ja, dann leider der Sturz im Finale, aber das ist glimpflich ausgegangen, ich habe mir nicht wehtan, das ist das Wichtigste, glaube ich. Und jetzt habe ich noch zwei Weitsprünge absolviert und die waren relativ gut, also die waren sicher um die 57 und ja, jetzt heißt es nochmal gültig machen und bei der EM und dann geht's vorwärts. Was erwarten Sie sich jetzt bei der Europameisterschaft? Ich weiß nicht, ob heute eine große Erkenntnis möglich war, aber was ist das Ziel jetzt für die Europameisterschaft? Sicher einfach das Beste geben und für mich selber, also ich will sicher meine Bestleistung angreifen, die 5.950. Und wenn es auch geht, die 6.000-Punkte-Marke knacken und danach werden wir schauen, was für Platzierung ausschaut. Welche Möglichkeiten wünschen Sie sich dann am Ende dieses Wettkampfes, dieser Hallen-Europameisterschaft? Naja, also der Andi Walter hat wirklich gute Chancen. Immerhin hat ein Kollege von ihm das letzte Mal gewonnen, den er an sich schon geschlagen hat. Also er ist gut vorne mit dabei und hat alle Möglichkeiten, zum Beispiel auch eine Bronze zu machen. Also wir sind da guter Dinge, er ist wirklich ausgezeichnet in der Form, aber ein bisschen Glück brauchen wir auch und es muss alles zusammenpassen. Es sind ja auch Nachwuchsleute wie Nikolaus Franzmeier dabei. Also es ist ein kleines Team, aber ich glaube ein sehr, sehr herzeigbares. Ja, ich glaube auch, dass die Jungen aufgezeigt haben, auch heute hier bei der Staatsmeisterschaft. Da hat man schon gesehen, da sind jetzt schon einige da, die durchaus nach vorne wollen. Und dieses nach vorne wollen, das ist das Thema, dass wir schauen, dass wir da wirklich weitermachen auf diesem Weg. Wir haben ein, zwei Zugpferde vorne und haben jetzt die Möglichkeit, dass wir eben nachrücken, auch mit dem Weißheidinger, der durchaus stark auch in der Kugel war. Also da ist noch viel drinnen. Ja, 22 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der 5 Teilnehmer bei der Hallen-Europameisterschaft. Und es gibt ja auch noch eine U20 und U23-Europameisterschaft, für die sich zum Beispiel diese Athletin qualifizieren möchte. Kira Grünberg, Stabhochspringerin aus Tirol. Und es gelingt ihr bei diesen Meisterschaften mit dem Titel zugleich auch 4,5 Meter zu überqueren. Und damit hat sie das Limit für die Unter-23-Europameisterschaft im Freien geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Also ich habe eigentlich 405 vorgenommen und dass es jetzt geklappt hat, war super. Das ist auch gleichzeitig die U23-EM-Qualifikation. War das für Sie sowieso im Plan oder ist das eine erfreuliche Überraschung, dass es jetzt geklappt hat? Also es war schon im Plan und ich bin eben froh, dass es jetzt in der Hallensaison geklappt hat. Dann ist der Druck für den Sommer eben weg. Wie geht es jetzt weiter die nächsten paar Monate? Was sind neben der Hallen, also neben der U23-EM Ihre Ziele? Also eigentlich ist dieses Jahr nur das große Ereignis in der U23-Europameisterschaft. Und ja, die Staatsmeisterschaften dann im Freien, da mag ich auch wieder gut springen. Wie schaut das mit einer persönlichen Bestleistung? Also die persönliche Beste ist jetzt eben 4,15 und ja, ich mag es eigentlich schon steigern. Ein bisschen höher kann es schon nur gehen. Hoch hinaus geht es auch bei den Männern. Ein Mehrkämpfer, nämlich Dominik Sidlacek, sieht einen anderen Zehnkämpfer, Felix Schmid-Schutti, bei dessen bestem Stabhochsprung. Er überquert erstmals die 5 Meter und matcht sich damit mit Jüngling Lukas Wirth, der 17-Jährige, überquert sogar 5,10 Meter, stellt damit einen U20-ÖLV-Rekord auf und setzt Paul Gilbertus unter Druck. Und Oberösterreicher überspringt ebenfalls die 5,10 Meter und sichert sich damit den Meistertitel in einer kleinen, feinen, aber hochklassigen Stabhochsprung-Konkurrenz. Tolles Bild auf der Wie die Wahl. Ein Siegespodest im Stabhochsprung, wie man es selten in Österreich sieht. Alle drei über 5 Meter. Dabei waren nicht mehr als die drei am Start. Paul Gilbertus Meister, Lukas Wirth Zweiter und Felix Schmid-Schutti auch 5 Meter. Gratuliere euch allen drei. Fangen wir mit dem Paul an. Hochklassiger Wettkampf. Wie spannend war es für Sie? Es war für mich sehr, sehr spannend. Vor allem, weil die zwei jetzt wirklich Gas geben. Jetzt muss ich auch wieder schauen, dass ich was drauflege. Die Leistung war nicht so gut, also hätte ich mir eigentlich mehr erhofft, aber es war ein spannender Wettkampf und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Lukas, wieder über 5 Meter, knapp geschlagen, aber mit der gleichen Höhe wie der Sieger. Wie zufrieden sind Sie? Ja, nein, ich bin schon ziemlich zufrieden heute, also es hat gut gepasst, es war spannend und ich habe meine Leistung gut abrufen können
und bin eigentlich voll zufrieden damit. Felix, Sie sind eigentlich ein Zehnkämpfer, soweit ich weiß. 5 Meter für einen Zehnkämpfer, das lässt sich doch schon sehen, oder? Ja, das wird dann beim Zehnkampf richtig viele Punkte bringen. Ich bin auch voll zufrieden, habe es eigentlich nicht erwartet, dass das heute so gut läuft. Ja, super, kann ich nur sagen. Im Weitsprung gibt es einen Gastauftritt von James Beckford. Der ehemalige Weltklasse-Weitspringer lebt ja mittlerweile in Innsbruck und springt außer Konkurrenz 7,55 Meter. Die Österreicher brauchen lange, um die 7-Meter-Marke zu schaffen, aber im 5. Durchgang gibt es dann ein sehr spannendes Duell. Zunächst Zehnkämpfer Dominik Sidlacek, der schon im Hochsprung und im Hürdensprint 2 Medaillen gemacht hat, verbessert sich auf 7,5 Meter und übernimmt die Führung. Damit ist ihm sein 3. Podestplatz bei diesen Meisterschaften sicher. Dann folgt mit Manuel Leitner ein anderer junger Topathlet, 19 Jahre alt. Und er verbessert die Marke auf 7,16 Meter, hat schon den Hochsprung für sich entscheiden können. Und wenn diese Marke hält, dann ist er der einzige Doppelmeister bei diesen Titelkämpfen. David Göttlinger, der 17-jährige Oberösterreicher, könnte das noch verhindern. Aber ein Zentimeter entscheidet schließlich. 7,15 Meter bedeutet für ihn Platz 2 und Titel für Manuel Leitner, der sich, wie gesagt, als einziger zweimal am obersten Podest wiederfindet im Dusiker Stadion. Bei den Frauen gibt es 6 Sprünge über 6 Meter und alle stammen von einer Athletin, Marina Kraushofer. Sie holt sich schließlich mit der Jahresbestmarke von 6,14 Metern hochverdient den Hallenmeistertitel. Sehr viele, sehr junge, erfolgreiche Athleten und Athletinnen. Die jüngste Meisterin kommt über 400 Meter ins Ziel. Mit 16 Jahren Susanne Walli gewinnt den Zielsprint gegen Verena Menapace, die 800 Meter für sich entscheiden konnte. Ganz knapp. 56,41 Sekunden bedeuten den Titel für die 16-Jährige. Und ein ganz spannendes Duell gibt es über 3000 Meter der Frauen zwischen der routinierten Andrea Meyer und Jennifer Wendt. Die eine Andrea Meyer rechts im Bild, Olympiateilnehmerin in Marathon und Berglauf-Weltmeisterin. Und die andere daneben in Schwarz haben wir gesehen, Jennifer Wendt, 21 Jahre, die gesamte letzte Saison verletzungsbedingt ausgefallen. Eines der größten österreichischen Leichtathletik-Talente, endlich wieder in der Bahn, feiert ihr Comeback über 3000 Meter. Und die beiden setzen sich sehr schnell vom Rest des Feldes ab. Für Andrea Meyer ist es eine ungewohnte Distanz. Für Jennifer Wendt, wie gesagt, nach langem wieder einmal ein Wettkampf. Schwer vorauszusagen, wer sich da durchsetzen wird. Jennifer Wendt, seit kurzem wird sie von Karl Sander trainiert, hat einiges umgestellt. Und sie kann sich schließlich von Andrea Meyer absetzen. Meyer ja längst im Berufsleben angekommen als Ärztin, hat nicht so viel Zeit zu trainieren und muss sich schließlich hier auf der Schlussrunde klar distanzieren lassen. Jennifer Wendt gewinnt dieses Rennen in 9 Minuten 35,19. Und etwa 5 Sekunden danach erst Andrea Meyer im Ziel, die sich das sicher auch etwas anders vorgestellt hat. Aber sehr erfreulich, die 21-Jährige bei ihrem Comeback holt sie sich den Meistertitel über die 3000 Meter Distanz. Comeback nach was, kann man sagen, oder? Österreichische Meisterschaft in der Halle nach langer Pause und gleich der Titel. Wie schön ist das? Ja, es war schön für mich. Also, wir waren gar nicht sicher, wo ich laufen soll, aber ich wollte einfach laufen, dass ich weiß, wo ich stehe. Und in Wahrheit ist es meine 3. schnellste Zeit über 3000 Meter überhaupt und Hallenbestleistung. Und deswegen bin ich halt voll zufrieden, weil es das letzte Jahr war sehr hart für mich. Und ich bin voll froh, dass es so läuft. Also wirklich sehr zufrieden. Sie haben jetzt Andrea Meyer als Gegnerin gehabt, keine Unbekannte. Trotzdem das Rennen offenbar optimal eingeteilt. Woher nehmen Sie das Gefühl, wie man dieses Rennen dann zu Ende läuft?
Ja, ich glaube, der Dreher arbeitet ja Vollzeit. Also es ist, ich habe ein bisschen andere Zeitfenster zum Trainieren als sie. Also es ist ein Wahnsinn, was noch für Zeiten läuft. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mir nicht gedacht, dass eigentlich so locker irgendwie geht. Also ich habe halt schon gerechnet, dass ich 39 vielleicht laufen kann, aber dass ich dann wirklich tatsächlich laufen kann, also das ist fast wie ein Traum, ist wirklich wunderschön. Jetzt hat man Sie lange eben nicht gesehen oder lange nichts von Ihnen gehört. Was war los? Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, ich hatte Knochenmarksödem im ganzen Fuß und Blindarsenentzündung. Ja, ich habe mir sicher zu viel Druck gemacht letzte Saison und einfach zu wenig Wert auf die Regeneration gelegt. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Prioritäten verändert und trainiere jetzt auch mehr nach Gefühl und nicht nur strikt nach Puls oder nach Zeit. Ne? Und ich habe im Frühjahr viel mehr Spaß und sehe das alles irgendwie lockerer. Und ich glaube, so kommen auch die besseren Zeiten wieder. Also ich kann definitiv nicht zufrieden sein mit meinem Lauf. Weiß nicht, irgendwann war die Puste ein bisschen aus, ich weiß nicht warum. Ist natürlich nicht meine Strecke, von der Länge nicht und von den Höhenmetern nicht, aber trotzdem muss ich ehrlich zugeben, hätte ich mir was mehr erwartet, ja. Einen spannenden Zweikampf gibt es im 200-Meter-Sprint der Männer. In seinem Zeitlauf schafft Andreas Mayer zum ersten Mal eine Zeit unter 22 Sekunden, läuft 21,94. Große Freude beim 19-Jährigen. Mödlinger. Und er legt damit etwas vor für Felix Schmid-Schutti, den Zehnkämpfer, der in seinem Zeitlauf ganz nah herankommt, in 21,95 gewinnt, aber schließlich um eine Hundertstelsekunde den Meistertitel verpasst. Zweiter hinter Andreas Mayer wird und auch eine Talentprobe in diesem Lauf gibt es von Dominik Hufnagel, dem 15-jährigen Schwächerter. Im Damensprint gibt es eine Titelteilung, mehr oder weniger. Über 60 Meter holt sich Petra Urbankova ihren ersten Hallenmeistertitel vor Doris Röser. Siegerzeit 7,49. Und die 200 Meter, die gewinnt dafür die routinierte Vorarlbergerin. Überlegen Doris Röser mit 24,27. Meisterin über 200 Meter, diesmal vor Petra Urbankova. Somit gibt es sehr viele zufriedene Gesichter hier im Wiener Dussiger Stadion bei den Hallenmeisterschaften 2013. Das war ja also der Höhepunkt der nationalen Hallensaison. Die österreichischen Hallenmeisterschaften sind vorüber und die fünf Herren, die schon in wenigen Tagen das internationale Hallenhighlight, nämlich die Hallen-Europameisterschaft in Göteborg bestreiten, haben sich idealerweise, wie sie das wollten, vorbereiten können. Für sie geht es ja in wenigen Tagen weiter. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, ciao.